Ich sehe schon, kommt der Baum muss dann später weg. Der Ärmste. Das weiß er aber noch nicht. Sagt ihm bitte nichts. Naja, ob das reicht. Aber wir haben noch genügend Baumstämme, glaube ich, oder? Da machen wir ein Großraumfenster rein. Es kann noch größer werden. Wo steht die Sonne? Jetzt gucken wir mal. Okay, wir haben noch Zeit. Da können wir auch noch ein bisschen Baumfällen spielen. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Ach komm, so geht das nicht. Genau. Tut mir leid, Baumi. Du warst immer ein guter Freund. Für eine Minute. Und ja, sehr schön. Gut, machen wir den auch mal weg. Wir wollen ja was sehen. Oh Gott, jetzt kann ich da nicht drauf. So, dann machen wir hier erstmal eine Tür rein. Ach, jetzt ist mir abgekackt. Bis gleich. So, und es geht weiter. Und, oh Gott, also die ganze Hütte steht gar nicht. Hat mir alles wieder weggelöscht, also immer speichern. Gut, da müssen wir jetzt sehr schnell sein mit dem Abbauen. Dann wird das Haus jetzt extra klein und mini, damit wir das auch überleben. Das ganze schöne Holz weg, was wir gesammelt haben. Ich kann nur gut unter Zeitdruck bauen. So, die Fenster machen wir dann später alles rein. Ach, jetzt hätte ich gern Fackeln. Wie war das denn nochmal? Da muss man doch was brennen, oder? Ach, und wir haben keinen. Ach, wie doof ist das denn? Naja, das werden wir schon hinkriegen. Sollen wir mal ein bisschen graben, ob sich da etwas Stein auftut. Also eigentlich sollte das doch ausreichen, oder? Der Baum stört mich da hinten noch ein bisschen. Ach, no risk, no fun. Wir gehen jetzt mal ins Bett und hoffen, dass kein Monster mich aufweckt. Oh, Glück gehabt. Sehr schön. Wunderbar. Hätte ja auch böse ausgehen können. Also, wir hören nichts. Das bedeutet für mich, dass auch nichts in der Nähe ist, was mich jetzt da auf die Schnelle töten würde. Dann brauche ich jetzt erstmal eine neue Werkbank. Die stellen wir auch gleich mal in diese Ecke. Und dann speichern wir das Level. Hier unten seht ihr Saving Level. Das bedeutet, dass es gespeichert wird. Und genau, jetzt ist es gespeichert und wenn jetzt der ganze Spielstand abstürzt, dann haben wir die ganzen Sachen wenigstens noch da. Also wenn ein Spielstand abstürzt und dann bleiben die Sachen im Inventar auf jeden Fall erhalten. Aber das, was gebaut wurde oder abgebaut wurde, das ist dann alles weg.
Beziehungsweise wenn sowas abgebaut wurde, dann ist es wieder da. Somit könnte man einen Baum zweimal abernten. Gut, dann schauen wir mal raus aus unserem schönen Häuschen. Hallo, ist da jemand? Hallo, 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 Nachbarn. Sehr schön. Aber theoretisch müssten ja Monster noch da sein. Also ich würde sagen, wir bauen das Haus auf alle Fälle hier raus. Ich will mindestens 5 fertig haben. Entschuldigung, jetzt war ich mal kurz husten. Ich will auf jeden Fall 5 Felder im Haus haben. Sonst ist mir das Ganze zu klein. Ich brauche einfach meine 25 Quadratmeter. Außerdem würden wir direkt am Rand sein. Zack, 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 zack. Und die Räume sollen auch höher sein als 2. So 3 Höhe hätte ich schon gern. Auf jeden Fall hier. Machen wir hier eine große Fensterfront rein. Soll es hier schon losgehen oder nur die 3 in der Mitte? Auf jeden Fall muss auch hier ein Fenster rein. Wobei, da hätte ich auch schon eine gute Idee. Ja, da weiß ich schon was. Also wir werden hier oben ein kleines Häuschen bauen, das mehr oder weniger das Eingangshaus für den Ganzen wird. Also sprich, wir werden hier oben reingehen, dann klettern wir eine Etage tiefer und da unten ist dann eigentlich der eigentliche Wohnbereich. Genau. So stelle ich mir das ungefähr vor. Und dann wäre es ja eigentlich egal, wie hoch das ganze Zeug hier ist. Ja, so machen wir das. Und dann brauchen wir auch keine ganze Fensterfront, weil da oben sitzt ja eh kein Schwein. Die wollen ja alle unten im Place to be sein. Oh, hier erstmal eine Tür rein. Wir haben ja schon eine Tür. Na, dann nehmen wir auch die hier. Was soll der Geiz? Das könnte ich dann auch kurz machen. Das sieht ja auch oberaffig aus, wenn da Erde ist. Sehr schön. So stelle ich mir das vor. Dann brauchen wir auf jeden Fall Decke, Decke, Decke. Also ich glaube, ihr merkt schon, ich baue ja recht gerne. Das tue ich lieber als die Welt vor dem Bösen retten. Den kann ich ja nicht brauchen. So, das machen wir so. Sehr schön. Wie viel Zeit ist noch? Ach, wir haben ja noch den halben Tag vor uns. Und passend dazu gibt es natürlich auch Musik. Nehmen wir doch die Axt dazu. So. 3, das muss reichen. Auch hier machen wir 3 hin. Sehr schön.
Dann machen wir jetzt erstmal auf die Schnelle eine Kiste, falls mir etwas passieren sollte, dass ich mich da nicht dumm und dämlich ärgere. Dass ich nichts mehr habe. Das Bett können wir auch hier aufstellen. Das lassen wir auch hier, 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 das lassen wir auch hier. Und ja, das soll es gewesen sein. Das Bett stellen wir mal hier auf. Und jetzt brauche ich noch eine Schaufel, haben wir eigentlich. Dann hoffen wir mal, dass uns nichts passiert. Und dass wir hier wieder rauffinden, vor allen Dingen. Das wäre, glaube ich, fatal, wenn wir die hier nicht mehr herfinden würden. Oh, ein Ferkel, komm mal her. Guck mal, ich will dir mal ein schönes Messer zeigen. Das tut überhaupt nicht weh. Noch ein Schwein. Ja. Was man kriegt, das soll man nehmen. Hm? Und jetzt hätte ich gern ein bisschen Glas. Überall könnte die Gefahr lauern, dass ein Creeper um die Ecke kommt. Oh, Kühe. Die könnten mir wieder Lieder spenden. Komm her, Kuh. Nicht weglaufen. Wow, zwei gleich. Dann können wir uns zumindest schon mal Schuhe machen. Nochmal zwei. Sehr schön. Da sehe ich auch schon schwarze Schafe, aber wir haben nicht genügend Zeit. Nur auf das Wichtigste beschränken. Auf Kühe töten. Könnt mir auch einen Milchshake machen. Mit Löwenzahngeschmack. Okay. Dann bauen wir mal. Es soll schon ein bisschen schön bleiben hier in der Gegend. Ich will ja nicht so irgendwelche Löcher haben. Bauen wir immer die unrealistischen Hügel ab. Jetzt eigentlich auch schon coole. Wenn man das nicht so auf die Schnelle geht, dann mache ich das mit Bäumen. So, das lassen wir ein bisschen die Erhöhung, dass es noch was aussieht. Ja, komm. Da können wir auch ein bisschen abtragen, ohne dass es doof aussieht. Ja, da hinten auf die Berge, da will ich auch noch drauf. Sieht einfach cool aus. Das Schöne an der Welt ist, ich weiß, wie der World Seed lautet, weil ich habe ein bisschen rumexperimentiert und habe mir eigentlich nur angesehen, wie die erste Welt aussieht. So, das muss reichen. Also nur wie die erste Gegend aussieht und habe dann entschieden, welche Welt ich nehme für das ganze Spiel hier. Denn so gleich mal im Schnee anfangen oder irgendwo am Arsch der Welt, wo es mir nicht mal ansatzweise gefällt, das muss ich mir nicht geben. Das soll es ja auch Spaß machen. Oh, komm her, Schaf. Ich will dir mal zeigen, guck mal, ich habe eine Faust. Komm, zack. Kann man schon Pfeile machen. Pfeile machen. Komm her.